Südost ist eine traditionelle, im Appenzellerland fest verankerte Spezialität. Praktisch in jedem Restaurant finden wir auf der Speisekarte das Appenzellermenü Südost mit Käsemakaronen. Das ist auch das typische Landsgemeindemenü. Damit die Wurst überhaupt hergestellt werden kann, braucht es den Blitz. Der schneidet das Fleisch und die Zutaten ganz fein zu Brät. Zur Herstellung wird das Schweizer Rind und Schweinfleisch und Eis im Blitz gehen. Eis drum, damit die Temperatur vom Fleisch tief bleibt. Gewürzt wird nach einer Keimrezeptur. Was unbedingt muss drehen, ist der Kümmel. Der verleiht der Wurst den typischen Geschmack. Die Brätmasse wird in Rinds, Schwein oder Kunstdarm gestossen und dann paarweise mit dem charakteristischen Hölzli abgespiesst. Früher hat die Südwurst Rinderwurst geheissen. Wo sie dann über die Appenzeller Kantonsgrenze bekannt wurde, hat man sie umbenannt in Südwurst, damit allen klar ist, dass sie zum Süden denkt ist. Am Ursprung von einer Tradition sind Menschen, die Herkunft und das Handwerk. Nur wenige Produkte tragen das Qualitätszeichen IGP.